Beginn begrüße ich einen recht amüsanten Beitrag zur abgelaufenen Fußball-Herbstmeisterschaft. Achtung! Leo, ein Minuten! Andi, bitte! Leo! Eckfahren! Choking all the day, with music on my way. I was searching for a kangaroo. Not for any common, I want a really diamond. And I don't like red or blue. Kangaroo. A little yellow kangaroo. Sollen wir sehen da? Ja. Wirklich? Ja. Es gibt wahnsinnig viele blöde Fragen. 1, 2, 3, Herr Knaller, was haben Sie heute Mittag gegessen? Gute Frage. Ich habe nicht viel gegessen, aber das werden wir bald hochbekommen heute. Ich glaube, was Sie da erzählen, glaube ich, ist für die Würste. Wenn es ein Schmäh war, war es ein blöder Schmäh. Ich finde das eine bodenlose Frechheit. Das eigene Scheinwerfer in Salzburg. Ja, natürlich. Nein, die sind aus Wien. Die müssen es schon kennen. Irgendwas willst du, überall. Das erste Spiel findet am 10. August in Haifa statt. Hallo? 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 Hallo, wer spricht? Hallo. Mit wem spreche ich? Wolfgang, aus Salzburg. Niemand dran? Bitte begrüßen Sie den nächsten Anruf. Hallo? Ein Nächster bekommt seine Chance jetzt. Hallo? Mit wem spreche ich denn? Aus Salzburg. Wie heißen Sie denn aus Salzburg? Ja, du, warte mal, über Fernsehen, da bin 5 Minuten, ja? Wissen Sie die richtige Lösung? Wie war die Frage nochmal, bitte? Im Leben geht mancher Schuss daneben. Wir denken, doch lenken die anderen dein Geschick. Im Leben, da ist nicht alles eben. Und darum braucht im Leben der Mensch ein bisschen Glück. Ja, wenn ich ein Zauberer wäre, hätte ich mir in Luft aufgelöst, dann war ein Korner gerannt. Erstens, Sie geben in einer Frage drei Sachen. Können Sie mir eine Frage geben? Ja, Herr Ramosch, was haben Sie heute Mittag gegessen? Spaghetti. Dankeschön. Danke. Ich wollte auch einmal Schauspieler werden, aber der Vater hat es nicht erlaubt. Ja, 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 eh keiner geworden. Otto Baric ist am Mittwoch zur Pressekonferenz in Israel mit nacktem Oberkörper erschienen. Was würden Sie denn sagen, wenn das der Otto hier machen würde? Wenn man gewinnen kann, er kommen und nackt. Ist mir egal. Das habe ich nicht verstanden. Hallo Hansi Huber. Ja, ich möchte Hansi Huber sprechen. Hansi Huber. Ich könnte das Interview machen, könnte den Fernseher gleichzeitig halten und alles. Wir könnten ja so ein Zirkusstück machen. Ja. Nade den Körper, andere Heller, war super. Ich halte es so und papier mir ein bisschen. Nein, zufrieden war ich halt nicht. Vor allem, weil ich jetzt 30 Minuten da warten muss auf das Interview. Der Ärmste ist der Mann, der den Fernseher vis-à-vis von mir trägt. Der ist sehr arm, der trägt jetzt den Fernseher 30 Minuten, dem fällt schon die Hand an. Das ist der Ärmste, aber der muss sich an den ORF wenden. Naja, man kennt ja den Otto. Wenn er verliert, dann raunzt er mal mit 11 Meter. Wenn er gewinnt, dann ist er der Größte. Das ist schon eine alte Geschichte, das ist eine alte Leier. Die interessiert, glaube ich, niemand mehr. Also mich persönlich nicht.
Das habe ich nicht verstanden. Ich bedanke mich für das Lob. Dankeschön. Applaus bitte, danke. Die Sterne stehen gut, du setzt auch du dich ein, dann kannst du morgen vielleicht glücklich sein. Beitrag von Gerhard Lackner und jetzt gleich zu unseren Fußballgästen von heute. Begrüßen Sie mit mir Christian Prosenik, Michael Konsel und Michael Streiter.